Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einer neuen Folge Susi 3 hier in der Hobby Edition. Ja, schön, dass ihr da seid. Wir sind heute mal woanders unterwegs. Und zwar sind wir heute auf der Strecke Bebra-Kassel Hauptbahnhof Richtung Göttingen. Das ist heute die Route. Fahren das Ganze hier mit der Zugnummer kann 24016 und das Ganze soll wohl die Baureihe 427 sein. Wenn ich aber was anderes in dem Hauptmenü lese, sind wir mit einer anderen. Ich glaube, das ist der Stadler Flirt hier, mit dem wir hier aktuell unterwegs sind. Und tja, schauen wir uns das Ganze heute mal an. Wir haben halt einen Zwischenhalt und das Ganze ist natürlich in Göttingen, ja, und fahren das Ganze hier von, lasst mich lügen, Obernjesa ab. Also da werden wir aufgegleist und dann, ja, halten wir denn ihn im Bahnhof Göttingen. Tja, so sieht das also aus. Das Ganze, ihr seht es, um 10.41 Uhr ist Abfahrtzeit. Und ja, so an sich war die letzte Folge noch relativ cool gewesen. Was jetzt aber hier so mal ganz neu dazu kommt, ja, ich habe den Profi-Modus an. Leute, ich habe den Profi-Modus an. Wer in der letzten Folge schon aufgepasst hat, der wird sich schon am Ende der Folge schon ein bisschen gewundert haben. Unsere Punktzahl oder unsere Prozentzahl war doch relativ hoch gewesen. Ja, wir waren ja irgendwie bei 92% oder sowas. Wenn du den Profi-Modus anhast, schaffst du diese 100%. Spielst du in dem Anfänger-Modus, schaffst du gerade mal diese 60% oder sowas, die wir ja da erreicht hatten auf der VDE 8.1, ja. Das ist die höchste Zahl, die ihr erreichen könnt, wenn ihr im Anfängermodus seid. Also so könnt ihr den YouTuber oder sowas entlarven, wenn er denn die Prozentzahl den Preis gibt, wenn er dann sagt, so 59% wisst ihr ganz genau, so alles klar, Keule. Ja, im Expert-Modus ist natürlich alles vorhanden, was vorhanden sein kann. Es gibt natürlich nochmal eine Extra-Schicht, die ihr oben drauflegen könnt, zu dem Schwierigkeitsgrad hier in Susi, indem ihr den Chaos-Barometer noch ein bisschen höher stellt. Also bei mir liegt da aktuell 1%. Man kann ihn halt deutlich höher regeln. Und der Chaos-Modus ist halt dafür da, dass halt Signalausfälle, sonstige Zwischenfälle oder sowas allgemein auf der Strecke halt sind. Das lasse ich mal noch weg. Ich bin jetzt erstmal zufrieden, dass wir jetzt erstmal im Expert-Modus mittlerweile angekommen sind hier in Susi. Und schauen dann mal, wenn es dann einfach dann zu langweilig wird, dass wir da den Chaos-Modus da noch hochschalten, okay? So, an sich eigentlich soweit alles gesagt. Jetzt kann ich mich wieder auf die Fahrt konzentrieren. In der Fahrt ist immer ein bisschen schwer. Quatschen und fahren, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Deswegen würde ich mal sagen, wir springen das Ganze mal jetzt und dann geht's auch schon los. Ich gucke gerade, 130 dürfen wir aktuell fahren. Ja, laut Ebola sollte das Ganze passen. So. Hier, witzig ist auch hier, rechts jetzt am Bahnübergang stehen einfach mal ein paar Pansen rum. Boah, wer es tragen kann, ne? So, ich kann euch das gerne nochmal zeigen. Das ist er, ne? Das müsste meiner Meinung nach der Stadler Flirt sein. Ich glaube schon, ne? Das ist zum Beispiel das, was ich gerade meinte. Kurz mal draußen gewesen aus der Kamera, ja, und schon einfach mal fast ein Signal verschlungen. Hier waren nämlich 60. Das Problem ist, ich verstehe immer noch nicht so ganz. Vielleicht könnt ihr mir ja da helfen in dem Punkto. Und da kriegen wir eine Zwangsbremsung. Ach, nee. Das war aber nicht jetzt wegen der SIFA, oder? War das jetzt wegen der SIFA? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt.
So, tatsächlich bin ich jetzt ein bisschen verwirrt. Und da knallt es gleich wieder. So viel zum Thema Chaos-Modus. So. So viel zum Thema Chaos-Modus, also Chaos. Muss leider echt passen, also könnte ich das jetzt nicht mal erklären, was das jetzt war. Wir dürfen nämlich hier eigentlich 130, nee, warte mal, 150 sogar. Liegt ein Waggon auf 7:30. Dann hat es hier irgendwie einen Waggon umgerissen. Tja, keine Ahnung. Jetzt seid ihr natürlich wieder gefragt. Schreibt es in die Kommentare, wo war jetzt der Fehler gewesen? Ich glaube nicht, dass es die SIFA war. Das wird schon wieder irgend so ein schönes PZB-Problem gewesen sein hier. Naja, kann man nicht ändern. Man könnte jetzt natürlich voll die perfekten Folgen machen, Folge löschen und wieder neu aufsetzen, um zu gucken, ja, wo der Fehler jetzt war. Aber man kann es auch einfach so lassen, um einfach mal zu zeigen, ja, nobody's is perfect. Auch mir passieren immer noch Sachen und ich gebe noch extra schön an, so weißt du, so, yeah, wir sind hier im Dingsmodus jetzt, hier im Expertmodus, sonst kann keiner was. Ja, so schnell kann es gehen, kannst du mal sehen, so schnell kann es gehen. Da waren es auch noch zwei Zwangsbremsen gleich. Ach, das ärgert mich ja noch mehr. Na, das wird ja eine sehr bescheidene Punktbewertung. Das wird auf jeden Fall eine sehr bescheidene Punktbewertung. Ja. So, okay. Bestätigen. So, 120, und dann nähern wir uns auch schon dem Bahnhof Göttingen. So, das wird jetzt irgendwas gewesen sein. Wir werden irgendwie nicht
das richtige Tempo drauf gehabt haben. Gehe ich mal stark davon aus. So, sind wir natürlich ein bisschen zu früh runter. Normalerweise fährt man die Strecke ja auch mehrmals, ne? Das ist jetzt, darf man nicht vergessen. Fährst ja in der Regel ja nicht nur einmal und dann nie wieder. Die fährst ja an sich ja schon immer und immer wieder. Weiß nicht, auch wenn es nur Vorsignale sind, drücke ich permanent immer die PZB, die Wachsam-Taste. Ich meine, Schaden tut's ja nichts, oder? Oh, diese Zwangsbremsung ärgert mich gerade so massiv. Es ist nicht in Ordnung. Es ist absolut nicht in Ordnung, muss ich ganz ehrlich gestehen hier. So, das ist jetzt auch bloß wieder das Vorsignal. Aber jetzt hier nicht mit der Zwangsbremsung oder sowas. Ich würde echt sagen, es läuft bei uns. Also so zeitentechnisch oder sowas kannst du echt noch kannst du knicken. Wir hätten um 45 da sein müssen, vor 5 Minuten. Gut, jetzt kamen noch die 2 Zwangsbomben dazu. Aber die 2 Zwangsbomben haben jetzt auf jeden Fall nicht 5 Minuten gekostet. So, und ganz geschmeidig jetzt hier in den Bahnhof rein. Einfach mal 5 Minuten Verspätung. Oh, Mensch, Mensch, Mensch. So, heieiei. Schlechter Fahrstil, zweimal Zugbremsung, Zugsicherung, ja, da seht ihr schon. Und 72% Abzug der Vmax-Überschreitung. So, schauen wir mal, wo haben wir denn das Ganze? Wo konnte man sich das denn anschauen? Irgendwo ging das. Irgendwo konnte ich mir das anzeigen lassen. Schauen wir mal, ob ich hier nicht schließen. Nee. Hier kann ich es mir komischerweise nicht mal anzeigen lassen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich. Hätte mich jetzt auf jeden Fall mal brennend interessiert. Also 72% läuft, läuft. Also eigentlich haben wir jetzt diese Fahrt, eigentlich hätten wir uns schenken können. Ja, durch diese Zwangsbremsung auch noch. Ah. So. Eure Hausaufgaben. Was ist euch jetzt so aufgefallen? Wo waren jetzt diese Fehler? Ne? Drehen wir mal den ganzen Spieß jetzt einfach mal um und ihr erzählt mir doch jetzt einfach mal, wo hat denn der Fahrer jetzt seinen Fehler gemacht? So ein Spielchen machen wir heute mal draus. Nein, aber das war es wieder von einer weiteren Folge hier von Zusi. Ihr seht auf jeden Fall, es ist echt bockschwer. Jetzt ist wie gesagt auch mit dem Expert-Modus, ich meine, in der letzten Folge war auch schon der Expert-Modus an und da war es jetzt nicht so katastrophal wie jetzt hier in dieser Folge. Und dabei sind wir jetzt hier echt mal nicht lang unterwegs gewesen. Aber man sieht einfach, wie unglaublich umfangreich das Ganze hier eigentlich ist. Und Zusi wirkt auf den ersten Blick echt total altbacken, aber da steckt echt viel Technik noch hinter. Also auch wenn man jetzt so die ganzen Bilder sieht, dann denkt man sich so, oh mein Gott, wie sieht das denn bitte aus? Ist eigentlich der Zusi deutlich weiter fortgeschritten als der Train-Simulator von Dovetail Games. Und das muss man einfach mal so hier an der Stelle sagen. Ja, wie gesagt, auch ich fahre gerne den oder bin gerne den Train-Simulator gefahren. Mittlerweile schwappt es so langsam über Richtung Zusi, weil hier habe ich einfach alles, was ich brauche. Hier in Zusi. Und teilweise fehlen mir dann halt diese ganzen Sachen immer noch so ein bisschen im Train-Simulator. Aber wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden, Geschmäcker sind unterschiedlich.
Der einen, dem gefällt das und bei dem anderen gefällt das. Man kann nicht jedem alles aufzwingen und von daher, ja, ich mag sie beide und von daher geht das eigentlich vollkommen in Ordnung. Auf jeden Fall mal zu sie, auf jeden Fall mal bei sich auf den Wunschlist zu packen und eventuell mal einen Sale abwarten. Vielleicht wird er ja ein bisschen günstiger. Obwohl man bei X-Plane 11 auch mal schon mal, also durfte man fast über ein Jahr warten, bis das Ding mal 10% günstiger wurde oder 15%. Naja. Gut, Leute, ich verabschiede mich hier. Bedanke mich natürlich, wenn euch das Video gefallen hat. Daumen nach oben und sonst hoffentlich wieder zum nächsten Video, wenn es weitergeht hier mit Susi. Vielleicht mal nicht mit so einer Katastrophenfahrt wie in der heutigen Folge. Ich verabschiede mich hier, sage danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.